Also ich habe immer gefunden, dass die Villa Musica ist etwas ganz Besonderes. Was ist so besonders? Das Besondere ist, es ist ein Platz, wo man erst wunderbar arbeiten kann. Es ist ein Platz, den aufsuchen junge Musiker, die eine Hoffnung haben, auf etwas beizutragen als Musiker. Ob das in einem Orchester ist oder ob das in einem Streichquartett ist, ob das als ein Solist ist, wie auch. Und die sind wunderbar befördert. Das sind Leute, die sie auswählen, die sind ausgezeichnet, dass das Schloss auch wunderschön liegt und dass sie auch ganz gut kochen, so dass man wirklich anständig essen darf und kann. Nun, was kann besser sein für einen jungen Musiker? Nichts. Darum komme ich her, sogar jetzt. Jetzt bin ich enorm beschäftigt, seltsamerweise, oder glücklicherweise, oder zufälligerweise. Ich bin enorm beschäftigt, ich habe enorm viele Einladungen in die ganze Welt. Und alles sehr wichtige Plätze, fantastische Einladungen. Aber ich komme gerne her aus diesem Grund. Denn das, was mich, die Liebe zur Musik, die mich bewegt hat, ein Musiker zu werden, ein Lehrer zu werden, die ist die, die mich auch hier in die Villa Musica zurückbringt. So würde ich gerne spielen. Ich wünschte, ich hätte es. Ja, ist natürlich sein eigenes Motto. Und mein eigenes Motto hat sich irgendwie ja bewiesen. Das Bosa-Trio wurde dann ein wichtiges Trio. Und es hat der Trio-Literatur viel beigetragen, hat auch dem Verständnis, wie man Trio spielt, viel beigetragen. Also, wenn ich heutzutage ein Ensemble unterrichte und ich sehe, wie sehr das eigentlich wirkt, sodass, wenn man das danach hört, wie viel schöner es ist, nun, dann freut man sich. Freut man sich nicht, dass man Erfolg hat, denn das hat damit gar nichts zu tun. Aber dass das Verständnis, das, was einen immer getrieben hat, weiterzumachen, zu suchen, dass man das weitergeben konnte, sodass die damit arbeiten. Das Schumann-Quartett besteht aus vier ausgezeichneten, wunderbaren Musikern, die ihr Instrument wunderbar spielen und die eine Beziehung zueinander haben, die nicht so gewöhnlich ist. Es ist in diesem Quartett etwas ganz Wunderschönes für mich zu sehen, dass so vier junge Leute so tief ineinander und miteinander arbeiten. Es ist nicht die Sache, dass man schon perfekt ist, das existiert eigentlich im Prinzip gar nicht. Niemand ist perfekt. Aber wenn man auf der Suche ist und wie die sind, das denke ich, ist besonders schön. Und ich vorsage Ihnen eine wunderbare Karriere und ich werde mich immer freuen, wenn ich wieder mit Ihnen spielen kann.